وقولهم إن قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Für Jesus verwenden Wissenschaftler alternativ den christlichen Begriff Christus oder den Begriff Messias, der im Judentum gebräuchlich ist. Im Koran ist Jesus al-Masih, der Messias, so wie die Muslime den Begriff verstehen. Diese Bezeichnung kann zur Vermengung mit jüdischen und christlichen Vorstellungen führen. Der Koran verwendet für Christus drei wichtige Namen oder Namensformen. Das eine ist Isa für Jesus, wahrscheinlich eine mit dem Aramäischen in Verbindung stehende Namensform. Die zweite Form hat eher den Charakter einer Umschreibung oder einer genealogischen Formel, Ibn Mariam, Sohn der Maria. Der dritte Begriff, der im Koran als Name für Jesus verwendet wird, ist Al-Masih auf Arabisch. Das bedeutet so viel ursprünglich von der Etymologie her, so viel wie der Gesalbte, Mashiach im Hebräischen, Christos im Griechischen. Aber hier handelt es sich um eine, man kann sagen, fossilisierte Namensform. Das ist keine, also sozusagen die Tatsache, dass Jesus der Christus ist, der Messias, auf den die Juden gewartet haben, spielt im Koran eigentlich keine Rolle. In den meisten westlichen Sprachen haben wir zwei verschiedene Wörter, die von dem hebräischen Wort Mashiach abgeleitet sind. Eines davon ist Messias. Wir können diese Bezeichnung als Umformung des hebräischen Begriffs betrachten, der Messias lautlich nahe kommt. Außerdem existieren in den meisten westlichen Sprachen Übernahmen der griechischen Übersetzung des hebräischen Mashiach, nämlich Christos. Christus und Messias sind also im Prinzip austauschbar. Tatsächlich aber besteht ein gewisser Unterschied in der Anmutung, der Nuancierung zwischen den beiden Begriffen. Philologisch ist das vermutlich korrekt, insofern als wir wissen, dass der Begriff Messias im jüdischen und im biblischen Kontext jeweils eine spezifische Bedeutung hat. Er bezeichnet einen Gesalbten, der für eine besondere Aufgabe gesalbt wurde. Messias bezieht sich dann natürlich auf den, den Gott seinem Volk schicken wird. Und bei der Übersetzung dieser jüdischen und aramäischen Begriffe ins Griechische wurde das griechische Wort Christos gewählt, was ebenfalls gesalbt bedeutet. Aber es dauerte nicht lange und dann war nicht mehr von Jesus, dem Messias oder Jesus, dem Gesalbten, die Rede, sondern der griechische Begriff wurde übernommen. Und die Menschen sprachen von Jesus Christus, so als sei Christus schon zum Teil seines Namens geworden. Das verbirgt und verdunkelt jedoch den ursprünglichen Sinn des Wortes. So würde ich diesen Vers und andere Koranverse, in denen Mashiach vorkommt, nie mit Jesus Christus übersetzen oder der Christus Jesus, denn das kann zu falschen Interpretationen führen. Ich würde lieber sagen Messias Jesus oder Jesus der Messias, denn das ist der Sinn, in dem der Koran meiner Ansicht nach den Begriff verwendet. Und so wird er nicht noch zusätzlich mit dem konfessionellen Gewicht belastet, das in der griechischen Übersetzung mitschwingt, obwohl er etymologisch dasselbe aussagt. In the end, it's saying the same thing.
Ich würde sagen, bei der Übertragung der semitischen Sprachen ins Griechische hat das Wort ganz einfach einen neuen Sinn angenommen. Indem von Meschiach auf Christus übergegangen wurde, wurde dieses Wort ganz anders gewichtet. Es ist, als ob gesagt würde, es gibt einen einzigen Christus, den Christus schlechthin, den Messias schlechthin, und das ist Jesus. Es gibt keinen anderen. So wurde gewissermaßen eine gebräuchliche, allgemeine Bezeichnung zu einem Eigennamen gemacht. Damit ist er nicht einfach ein Chrism, Gesalbter. Denn Chrism, Gesalbte, gibt es der Bibel zufolge reichlich in der Geschichte Israels. Alle drei Könige sind Gesalbte. Auch die Priester sind gesalbt. Auch gewisse Propheten gelten durch Analogie als gesalbt. Wenn gesagt wird, Jesus Meschiach, dann soll das bedeuten, er steht in dieser Nachfolge. Wenn gesagt wird, es ist der Christus, Ho Christus, dann ändert sich sein Status. In den semitischen Sprachen hat das Wort einen relativ banalen Sinn. Wenn wir das syrische Neue Testament lesen, gibt es das Wort Christus darin nicht. Natürlich nicht, es ist ja griechisch. Dort gibt es das Wort Meschichoch. Das ist dasselbe Wort wie das hebräische Meschiach. Und plötzlich nimmt es einen relativ einfachen und fast schon banalen Sinn an. Und ich glaube, Ähnliches gilt auch für das arabische Masih. Wenn also der Koran dieses Wort zur Bezeichnung Jesu verwendet, dann verleiht er ihm nicht die gleiche gewichtige Bedeutung wie die Christen. Die Bezeichnung Messias reiht Jesus in die biblische Tradition ein. Nichts weiter. Was wir stattdessen im Koran finden, ist eine besondere Verbindung zwischen Jesus und dem jüdischen Volk, zwischen Jesus und den Israeliten. Aber sie hat sich verwandelt. Es ist eine andere Verbindung geworden. Das heißt, Christus oder Jesus ist in keiner Weise der Erlöser oder der Heiland. Denn die gesamte Heilsgeschichte, die erst die Fundamente schafft, um Jesus als solchen darzustellen, fehlt. Sie fehlt im Koran völlig. Hingegen finden wir eine ganz andere Konstruktion, eine andere religiöse Struktur, eine andere Vision der Geschichte. Jesus ist im Koran nicht der Messias im eigentlichen Sinn des Wortes. Er hat einfach den Beinamen Al-Masih, der etymologisch von dem Wort Messias abgeleitet ist. Doch im Koran ist das nur ein Name. Denn der jüdische Messias soll die Juden befreien, Palästina erobern, den Tempel Salomons wieder aufbauen und alles wieder so einrichten, wie es war in den alten Zeiten der davidischen und salomonischen Monarchie. Der koranische Jesus tut nichts dergleichen. Der christliche Messias erlöst die Menschen von ihren Sünden, indem er am Kreuz stirbt. Aber im Koran stirbt Jesus nicht am Kreuz, also erlöst er auch nicht. Jesus wurde in den 30er Jahren unserer Zeitrechnung in Jerusalem gekreuzigt, aufgrund der Anklage, er sei der König der Juden. Später, als die Christen die Annäherung an das Römische Reich suchten, entlasteten sie die Römer nach und nach und gaben den Juden die Schuld am Tod Jesu. Entgegen der historischen Realität nimmt der Koran diese Beschuldigung in der 4. Sure auf und verstärkt sie noch im Interesse seiner eigenen Sache. Diese Passage über die scheinbare, zweifellos jedenfalls nicht reale Kreuzigung Jesu steht in einer Passage, die sich gegen eine Gemeinde aus der Zeit Mohammeds wendet, nämlich die Juden in Medina. Mohammed geriet in Konflikt mit den jüdischen Stämmen, die zu seiner Zeit in Medina lebten, zuerst in Worten, aber dann auch in Taten, und zwar auf äußerst gewaltsame Weise. Denn sein erstes Ziel ist es, die Juden von Medina, die ihm den Weg verstellen, zu bekämpfen. Das heißt, sie zu widerlegen, nicht politisch, sondern ideologisch. Denn die Version der Juden von Medina bringt das gesamte Gebäude des Koran zum Einsturz, das im Dienst der Sache Mohammeds Elemente aus der Tora verwendet, aus der Bibel, je nachdem, welche der Quellen sie nennen. Wie besessen versucht er also, die Juden des Verrats zu überführen, der Lüge, all der Schändlichkeiten, die sie begangen haben, auch an den Propheten.
des Mordes, denn sie haben Propheten getötet. Jesus hingegen haben sie nicht getötet. Pour les prophètes de meurtre, ils ont tué les prophètes. Par contre, ils n'ont pas tué Jésus. Die Juden werden in den Versen der Sure 4 angesprochen, etwa von Vers 130 bis 160, insgesamt ungefähr 30 Verse, in denen der Koran die Juden widerlegt und anklagt. Und eine dieser Anschuldigungen ist, die Juden hätten die Propheten im Allgemeinen getötet und den Messias oder Christus im Besonderen. Um den Kontext dieser Verse zu verstehen, müssen wir berücksichtigen, auf welche Weise in den Werken der Kirchenväter die Christen die Juden angriffen. Bei Afrahat, Ephrem, Jakob von Saruk und Isaak von Antiochia. Bei diesen Polemiken gegen die Juden geht es immer darum, sie seien die Mörder Christi gewesen. Der Fall Jesu ist einzigartig. Wenn Jesus seinem Volk, den Israeliten, predigte, nahm eine Sekte oder Gruppe seine Lehren an, und das waren offensichtlich die Christen. Und eine andere Sekte oder Gruppe lehnte seine Lehren ab, und das waren die Juden. Die Vorstellung, die Juden seien verantwortlich für den Tod Christi, hat natürlich keine historische Basis. Das müssen wir in Erinnerung behalten. Vielmehr ist diese Vorstellung im Christentum entstanden und hat nach und nach die christliche antijüdische Polemik verschärft. Der Koran nimmt sie unmittelbar auf. Ich verweise noch einmal darauf, dass die Vorwürfe gegen die Juden im Koran insgesamt, also auch die Vorwürfe in gleichgelagerten Passagen, die hier nicht behandelt wurden, wie die Beschuldigung, die Schriften oder die Bedeutung der Schriften gefälscht zu haben, all diese Vorwürfe sind exakt die gleichen wie die antijüdischen Polemiken der Christen, die der Koran wieder aufnimmt. Nun lässt sich fragen, warum die Juden für den Tod Jesu verantwortlich gemacht wurden. Wer als Forscher objektiv bleiben will, muss sich auch hier klar machen, dass bestimmte Elemente sogar in den Evangelien vorkommen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 25, wo es über die Juden im Prozess gegen Jesus heißt: Da antwortete das Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie halten sich also für die Verantwortlichen. Das sind Hinweise, dass derartige Äußerungen Spuren in der Mentalität der Menschen in dieser Zeit hinterlassen haben. Es wäre anzumerken, dass auf christlicher Seite, zumindest gemäß der Evangelien, die als kanonisch bezeichnet werden, aber insbesondere auch in den sogenannten apokryphen Evangelien, das Volk gefragt wird, wer soll gekreuzigt werden, Jesus oder Barabbas? Das dürfen wir nicht vergessen. Ich sage nicht, das sei historisch unbedingt so gewesen, aber so ist es überliefert. Schon die Frage, ob Jesus befreit oder nicht befreit werden soll, bereitete den Weg zu der Behauptung, die Juden hätten ihn getötet. Die Kreuzigung war die schlimmste, erniedrigende Strafe. In der islamischen Welt wurde sie über Kriminelle verhängt, die hingerichtet und dann, nur um sie wegen ihrer Untaten zur Schau zu stellen, ans Kreuz genagelt wurden. Mohammed liebte Jesus. Er konnte die Vorstellung nicht ertragen, dass böse Juden ihm das antun konnten. Im Koran wird nicht daran erinnert, welchen Anteil die Römer daran hatten. Es waren alles die Juden oder es war niemand. Wer diese Stellen ein wenig oberflächlich liest, könnte meinen, ja wirklich, es sind die Juden, die Jesus getötet haben. In Wirklichkeit ist das keineswegs so einfach oder so offensichtlich. Denn streng genommen waren es nicht die Juden, die Jesus umgebracht haben, sondern römische Soldaten.
so berichten es die Evangelien. Die Marter der Kreuzigung ist eine römische Strafe. Woher kommt also die Vorstellung, die Juden hätten Jesus getötet? Sie erscheint relativ früh. Schon im Neuen Testament lassen sich dafür die ersten Spuren ausmachen. Wenn der Apostel Petrus am Tag von Pfingsten predigt, so geschieht das an Pfingsten des Jahres 30. Im Allgemeinen gilt in der Bibelkritik, dass die Apostelgeschichte erst in den 80er Jahren verfasst wurde, also 50 Jahre nach dem Geschehen. Bei dieser Predigt handelt es sich also um eine auf Lukas zurückgehende theologische Rekonstruktion dessen, was Petrus an diesem Tag gesagt haben könnte. Angenommen, er hat überhaupt etwas gesagt. In Kapitel 2, Vers 23 der Apostelgeschichte sagt er: Ihn habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und getötet. Also hier werden die römischen Machthaber durchaus erwähnt. Aber ein wenig weiter im Text, in derselben Predigt, steht in Vers 36: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Verschwunden sind die Hände der Ungläubigen. Nun sind es ausschließlich die Juden, in Anführungsstrichen, also die Gruppe der Juden, die Jesus gekreuzigt hat. Das Problem ist allerdings, dass sich bereits da eine Überzeugung herausbildete, die sich im Gedächtnis der Christen festgesetzt hat, und zwar auf Dauer. Wir dürfen nicht vergessen, dass Überlieferungen damals weitgehend durch mündliche Weitergabe entstanden. Sehr wenige konnten lesen. Und wenn jemand die liturgischen Texte hört, vor allem wenn er die Auslegung hört, dann hält er beides gleichermaßen für wahr. Und ich glaube, das ist auch bei den ersten Redaktoren des Koran nicht anders gewesen. Auch Mohammed selbst. Sie hatten gewissermaßen seit jeher im Ohr, es seien die Juden gewesen, die Jesus getötet haben. Ganz einfach. In der vierten Sure entwickelt der Koran ohne Berücksichtigung des historischen Geschehens seine literarische Strategie. Nicht nur inszeniert er die Juden als Mörder Jesu, darüber hinaus lässt er sie sich selbst beschuldigen, um sie noch stärker ins Unrecht zu setzen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der Korantext, der aus dem 7. Jahrhundert stammt, sozusagen Erbe der jahrhundertelangen Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften im Altertum ist. Der Korantext legt den Juden die Bezichtigung in den Mund, Jesus getötet zu haben. Dabei ist nicht so wichtig, ob es dafür auch nur den geringsten Nachweis gibt. Wichtig ist die Rhetorik des Textes. Der lässt nämlich die Juden selbst gegen sich aussagen. Das heißt, seht her, was der Koran sagt. Wir lügen nicht. Die Juden sagen es selbst. Rhetorischer betrachtet sind es also die Juden selbst, die in ihrem, aus der Sicht des Koran, maßlosen Unglauben selbst bestätigen, Jesus getötet zu haben. Das ist ihnen natürlich in den Mund gelegt, denn zu keinem Zeitpunkt haben meines Wissens Juden so etwas stolz von sich in Anspruch genommen, für sich in Anspruch genommen. Man könnte sagen, dass beim Gericht, also als Christus vor Pilatus steht, dass die Juden diesen Evangelienberichten zur Folge gesagt haben, kreuzige ihn nur, ja, kannst du schon machen. Also sie haben sozusagen dem zugestimmt. Aber das heißt ja nicht, dass sie jemals von sich behauptet hätten, wir haben das tatsächlich getan. Nicht? Das ist sozusagen die Einblendung einer imaginierten Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden, wobei die Juden sagen, wir haben euch den entscheidenden Schlag, wir haben euren Messias, haben wir gekreuzigt. Der Koranvers lässt die Juden zu Wort kommen. Es sind abstrakte Juden, weder die Juden des ersten Jahrhunderts, noch ist es ein irgendwie dokumentiertes Zitat dessen, was die Juden in der Zeit Mohammeds und des Koran gesagt haben. Es ist eine Abstraktion der Juden, so wie sie die Christen der Überlieferung nachsehen. Es sind also ganz und gar mythische Juden. Betrachten wir das Zitat, das den Juden zugeschrieben wird. Es ist kaum vorstellbar, dass die Juden tatsächlich so etwas sagen würden wie:
Wir haben Christus, Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes getötet. Wenn wir in Betracht ziehen, was die Juden in Bezug auf Jesus glauben, nicht erst jetzt, sondern im 7. Jahrhundert, der Zeit, in der der Koran entstand, dann wären sie bei diesem Satz einverstanden damit, dass derjenige, um den es geht, Jesus heißt. Das wäre in Ordnung. Aber sie würden ihn sicherlich nicht den Christus nennen. Sie würden ihn nicht Christus Jesus nennen und ganz sicher nicht Rasul Allah, den Gesandten Gottes. Das ist auf jeden Fall eine koranische Formulierung. Gesandter Gottes. So denken Juden oder Christen üblicherweise nicht über Jesus. Es ist also die Sprache des Koran, die den Juden in den Mund gelegt wird. Wenn die Juden eine derartige Äußerung gemacht hätten, hätten sie zum Beispiel gesagt, wir haben tatsächlich Jesus getötet, den Sohn von Panthera und Maria, den Götzendiener. Hier wird deutlich, wie der Koran häufig vorgeht. Der Koran erzählt gern eine Geschichte so, dass er das Schuldbekenntnis dem in den Mund legt, den er im Visier hat. Sogar das Eingeständnis von Gottlosigkeit und Unglauben. Diese literarische Strategie ist wichtig im Koran, denn sie signalisiert uns, dass der Koran etwas mehr ist als die Niederschrift oder das Protokoll eines Gesprächs, das tatsächlich stattgefunden hat. Westliche Gelehrte waren von jeher geneigt, in derartigen Zitaten oder Passagen so etwas wie den präzisen Wortlaut von Gesprächen zu sehen, die der Prophet Mohammed mit seinen Gegnern geführt hat. Als ob Mohammed, vorausgesetzt, er ist der Autor des Koran, mit einem Notizbuch und einem Stift herumgelaufen wäre und hätte, wenn er in Medina ein paar Juden sagen hörte, sofort niedergeschrieben, das ist, was sie sagen, wir haben den Christus getötet. Das aber suggerieren diejenigen, die diese rhetorische Struktur im Koran als genaue Zitate verstehen. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Verfasser des Koran in der Konstruktion seiner Argumente ziemlich schlau vorgeht, indem er die Ansichten der Gegner zitiert. Vielleicht nicht präzise die tatsächlichen Ansichten der Gegner, sondern manchmal eher eine Karikatur der Ansichten der Gegner, die er dann im Folgenden widerlegt. Die Polemik geht über die Geschichte der Kreuzigung hinaus. Ab Vers 155 in Sure 4 rekapituliert der Koran auf seine Weise die Geschichte Israels von der Genesis bis zu Jesus. Er verfasst eine letztinstanzliche Anklage gegen die Juden. Sie sind schuldig, die Propheten getötet zu haben, schuldig, ihren Bund mit Gott gebrochen zu haben. Ce passage se situe dans Diese Stelle findet sich in den sogenannten Straflegenden, das heißt die Legenden oder Geschichten der Propheten, in denen wir Topoi finden, wie die Zerstörung von Sodom und Gomorra, von Babylon, von Menschen, die dem Ruf des Propheten oder seines Gesandten nicht gefolgt sind, den Propheten des sogenannten Alten Testaments, die vernichtet wurden, die bestraft wurden, weil sie den Ruf nicht gehört haben. Diese Passage im Koran über die Kreuzigung Jesu steht nicht im Kontext der Polemik gegen die Christen, sondern im Kontext einer antijüdischen Polemik. Tatsächlich stellt der Koran ab Vers 153 ein Sündenregister auf, eine Liste aller von den Juden verübten Missetaten. Das ist gleichzeitig der Sinn des Anfangs von Vers 153. Die Leute des Buches fordern von dir, dass du ein Buch vom Himmel auf sie herniederkommen lässt. Das lässt sich so verstehen, dass es hier um einen Text geht, den Koran, und sich implizit an Mohammed gewendet wird. Und nachdem an diese Anmaßung, diese Missetat erinnert wurde, werden im darauffolgenden Text alle Frevel aufgelistet, die die Juden in der Vergangenheit verübt
geübt haben. Das beginnt natürlich damit, dass sie von Mose forderten, Gott sehen zu können. Es geht weiter mit dem goldenen Kalb, mit dem Bruch des Bundes, mit den Morden an Propheten, mit ihrer Ungläubigkeit angesichts der Wunder Jesu oder anderer, bis hin zu ihrer eigenen Aussage, ihre Herzen seien unbeschnitten. Also der von ihnen selbst geäußerten Bezichtigung, den Bund, die Verbindung mit Gott, zutiefst verletzt zu haben. Das geht weiter mit der Verleumdung Marias, die sie des Ehebruchs bezichtigen, und setzt sich fort in ihrer anmaßenden Behauptung, Jesus getötet zu haben. Ganz offenbar, weil das, was aufgezählt wird, sich ausnahmslos auf jüdische Geschichtsereignisse zum Teil, das goldene Kalb wird erwähnt, die Tötung der Propheten, das sind alles Topoi der jüdischen, auch der jüdischen Selbstkritik, aber natürlich auch der christlichen Polemik. Also der Passus geht ganz eindeutig auf die jüdische Geschichte und adressiert in Abwesenheit die Juden der Zeit. Ja? Diese Juden der Zeit werden also eingeführt als jemand oder als eine Gruppe, die Fragen an den Verkündiger, ja, den Propheten Mohammed hat. Und diese Frage, die offenbar den Verkünder nicht freut, weil das in der Tat ein neuralgischer Punkt ist, das ist ja noch schlimmer eigentlich, was die Juden in der Vergangenheit getan haben. Mit anderen Worten, er nimmt sie bei ihrer eigenen Vergangenheit und klagt sie an. Die Vorstellung, der zufolge die Juden die Propheten getötet haben sollen, wird im eigentlichen Alten Testament nirgendwo genannt. Dafür ist sie im Neuen Testament sehr präsent, auch in den ältesten Texten wie dem Leben der Propheten, also den Texten, die von jüdischen, allerdings christianisierten Überlieferungen ausgehend vom Schicksal der Propheten berichten. Immer heißt es in diesen Texten, dass die Propheten von den Juden zu Tode gebracht wurden. Der Überlieferung nach im Leben der Propheten wurde zum Beispiel Amos vom Sohn des Priesters Amasja mit einer Keule erschlagen. Micha wurde von einem Felsen gestoßen, Jesaja von Menasse in zwei Teile gesägt, Jeremia in Ägypten gesteinigt, Zacharias von König Joasch getötet. Ezekiel wurde in Babylon umgebracht und so weiter. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Jedenfalls wird verständlich, dass hier in Vers 155 Verbrechen und Untaten der Juden aufgezählt werden. Verbrechen und Untaten, die in dem kulminieren, was in den Versen 156 bis 158 steht. Hier können wir erkennen, dass der Koran aus der Perspektive eines umfassenderen Narrativs gegen Israel spricht. Israel, das sich immer den Propheten widersetzte, das ungehorsam gegen Gott war, das die Wunder, die für Israel vollbracht wurden, leugnete oder nicht glaubte. Wir sehen, dass der Koran sich an diese Sichtweise hält. Der Verweis auf die Tötung des Propheten ist wichtig, denn wenn wir die Bibel heranziehen, finden sich dort nur wenige Beispiele, dass die Israeliten Propheten umbrachten. Nehmen wir den Fall Jesus. Da haben wir einen. Johannes der Täufer, da haben wir zwei. Aber betrachten wir die hebräische Bibel bzw. das Alte Testament, dann haben die Israeliten den Propheten oft nicht geglaubt, aber sie haben sie nicht getötet. In der Geschichte des syrisch-orthodoxen Christentums, insbesondere in der altsyrischen Literatur in den ersten Jahrhunderten nach Christus, wurden die Juden als Mörder der Propheten ein wichtiges Thema, ein Topos, der dort immer wiederkehrt. In christlichen Werken wie dem in byzantinischer Zeit auf Griechisch verfassten Leben der Propheten heißt es, dass die meisten der großen Propheten des Alten Testaments von ihrem eigenen Volk, den Israeliten, umgebracht wurden. In der Bibel jedoch steht das so nicht. Der Koran übernimmt diese Sichtweise des Prophetenmords. Aus dieser Sichtweise spricht er in Vers 157 über die Kreuzigung. Aus dieser Sichtweise will der Koran unser Verständnis der Kreuzigung strukturieren. Sie ist ein Beispiel in einer umfassenderen Geschichte des Volkes Israel, das sich Gott und den Propheten Gottes widersetzt. Die einzige wissenschaftlich zu belegende Position ist, dass der Koran einfach eine bereits vorliegende christliche Position übernimmt, sie als solche darstellt und so in den Dienst des Koran nimmt. Denn aufgrund einer solchen Anklage gegen die Juden oder die Israeliten, um den historischen Begriff zu verwenden, sie hätten den Bund verletzt, war Gott gezwungen, ihn aufzulösen und etwas anderes zu schicken.
So gesehen wäre das für den Koran ein erwünschtes und perfektes Narrativ. Seht her, ihr wollt den Beweis, warum der Judaismus nicht mehr Gottes Lieblingsreligion ist? Wegen ihrer Aggression gegen Gott. Sie hören nicht mehr auf das Gesetz. Sie gehorchen Gott nicht mehr. Und sie brachten Gottes Propheten um. Darum besteht da ein Bedürfnis. Das Bedürfnis wird aufgegriffen. Es dient dem Narrativ, es dient perfekt der Argumentation. Mit dem angeblich von den Juden behaupteten Tod Jesu findet der Koran das entscheidende Argument, um sie ins Unrecht zu setzen. Die Haltung Mohammeds gegenüber den Christen, ob sie ursprünglich Juden waren oder nicht, ist eine ganz andere. Indem er für sich in Anspruch nimmt, Nachfolger Jesu zu sein, hofft er, sie für seine Sache zu gewinnen. Die Frage nach der Beziehung des entstehenden Islam zum Christentum ist natürlich sehr komplex, denn da stehen wir zwischen den Fronten. Ganz offensichtlich wurden alle biblischen Figuren des Christentums im Rahmen des Islam akzeptiert und in ihn aufgenommen. Apostel tauchen nicht auf, aber viele der alttestamentarischen Gestalten, sowie Johannes der Täufer und Zacharias, Maria und Jesus sind offenbar sehr wichtig. Außerdem nimmt der Koran zum Beispiel die antijüdische Polemik der Christen auf. Und bei vielen biblischen Geschichten, die der Koran erzählt oder von denen er die besonders wichtigen Stellen übernimmt, handelt es sich um Geschichten insbesondere aus der altsyrischen Homiletik. Es gibt also eine sehr enge Verbindung. Andererseits polemisiert der Koran auch gegen die Christen. Das heißt, er schreibt Jesus offenbar eine herausragende Rolle zu. Aber der Jesus des Koran ist nicht der Jesus der orthodoxen Christologie. Er ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nicht Gott. Und der Koran greift vehement die Vorstellung an, aus Jesus den Sohn Gottes zu machen. Jesus war für die Menschen zur Zeit des Propheten des Islam ein Prophet, der vergöttlicht wurde. Das ist im Wesentlichen das, was die Menschen in der Umgebung des Propheten Mohammed glaubten. Es handelt sich also um eine herausragende Persönlichkeit in der Reihe der biblischen und nicht-biblischen Propheten. Und diese Persönlichkeit lag im Konflikt mit ihrer Umwelt. Das waren die Juden der Zeit. In der Folge haben ihn die, die an ihn glaubten, vergöttlicht. Der Koran räumt Christus einen besonderen Platz ein. Er macht einen Unterschied zwischen Christus und seinen späteren Anhängern, die seine Botschaft verdreht und entstellt haben. Aber Christus selbst ist an all dem unschuldig. Natürlich ist nicht er es, der verkündet, er sei der Sohn Gottes. Nicht er, der verkündet, er sei Gott und so weiter. Es sind seine späteren Anhänger, die das gemacht haben. Und Gott wird am Tag der Auferstehung sein Urteil über all diese Sekten fällen. Jeder Christ wird gegen den Jesus des Koran Einwände erheben. Trotz einiger sehr positiver Darstellungen im Koran bleibt für die Christen die Schlüsselfrage die nach der Bestätigung seiner Göttlichkeit. Und täuschen wir uns nicht. Im Christentum, wenigstens im etablierten Christentum, geht es um die Göttlichkeit Jesu. Hier kann nicht jeder nach Gutdünken selbst entscheiden, ob er daran glauben will oder nicht. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Göttlichkeit Jesu. Da dürfen wir uns nichts vormachen. So the fact that the Quran
Die Tatsache, dass der Koran sie bestreitet und heftig dagegen polemisiert, untergräbt deshalb den christlichen Glauben. Er steht natürlich insofern tatsächlich Mohammed am nächsten, als er ihm zeitlich und in seiner Präsenz, ja, die Christen sind die stärkste Partei, ganz sicher, im Nahen Osten zur Zeit Mohammeds. Und deren Religionsgemeinschaft ist letztendlich ja seine. Er hat zumindest das Injil, wie wir auch erst in Medina erfahren, das Injil gebracht. Das heißt, die Texte, auf denen die Christen aufbauen, hat so stellt sich der Koran das vor, gewissermaßen als seine Botschaft erhalten. Insofern ist er natürlich ist fast noch ein Gegenspieler des Propheten. Aber ich würde nicht so sehr sagen, der neuralgische Punkt, ja, an ihm entzünden sich alle möglichen Streitfragen. Insofern ist er ambivalent. Diese Ambivalenz gegenüber Jesus im gesamten Koran, diese Polemik, in deren Mittelpunkt er steht, ist ein wertvolles Indiz, um die religiösen Konflikte nachvollziehen zu können, aus denen der Islam hervorgeht. Damit lässt sich Einblick gewinnen, was das für eine Bewegung war, die Mohammed ins Leben gerufen hat und welche Position er gegenüber dem jüdischen und christlichen Monotheismus einnahm. Es scheint so, als ob diese Bewegung allmählich, sehr allmählich in Opposition geht und ihre Unabhängigkeit findet. In gewisser Weise vergleichbar mit der Entstehung des Christentums. Aber das soll nicht heißen, dass diese Bewegung, die sich am Anfang tatsächlich als eine andere Form, als ein letzter Avatar der biblischen Offenbarung versteht, nicht gegen die Christen polemisiert. Es gibt beides. Die sehr heftigen Polemiken und gleichzeitig Passagen, in denen nicht polemisiert wird. Die Figur Jesu steht gleichzeitig für eine Annäherung und eine Spaltung. Mit der Anerkennung der Rolle Jesu als Prophet und Messias stellt sich der Koran natürlich vehement gegen die Juden und nähert sich den Christen an. Aber gleichzeitig wendet er sich an anderer Stelle gegen die Christen in der Frage, welcher Status Jesus zukommt. Der Korantext verhält sich ganz eindeutig ambivalent gegenüber den Christen und auch gegenüber den Juden. Diese Ambivalenz manifestiert sich sehr deutlich. Da gibt es Passagen, die die Christen sehr wohlwollend darstellen. Auch Passagen, die den Juden günstig gesonnen sind, den Söhnen Israels. Bani Israel. Und in anderen extrem harten Passagen werden sie fast kurzum verdammt. Der Text ist also sehr komplex. Meiner Ansicht nach ist diese Komplexität Ergebnis der polemischen Natur des Textes. Wir haben es zu tun mit Stationen in der muslimischen Überlieferung, mit verschiedenen Etappen in der Entwicklung der Beziehungen zwischen Mohammed und den jüdischen und christlichen Stämmen. Diese bedeutende Stellung, die Jesus einnimmt, führt dazu, dass die Muslime in ihrer Auslegung des Koran, nicht wenn sie ihn lesen, sondern wenn sie ihn interpretieren, ein bisschen gespalten sind. Nicht Jesus gegenüber, sondern gegenüber den Christen im Allgemeinen. Sind die Christen, weil sie Jesus gefolgt sind, auf dem guten Weg oder sind sie im Irrtum befangen? Verallgemeinernd ließe sich sagen, dass die Christen im Alltagsleben eher gut angesehen werden. Doch in Krisenzeiten gelten sie als Feinde, schlimmere Feinde sogar als die Juden, schlimmer als die Ungläubigen, als die Feinde des Islam im Allgemeinen. Und zwar aus historischen Gründen, weil da bestimmte Interessen auf dem Spiel stehen, weil es nicht um religiöse Fragen geht, sondern um Themen anderer Art.
Der Koran will die Juden verdammen. In Kapitel 5, Vers 13 heißt es sogar, Gott habe die Juden verdammt. Nach dem Koran sagt Gott, wegen ihres Bundesbruchs haben wir sie verflucht und ihre Herzen verhärtet. Damit nimmt der Koran den Juden gegenüber eine entschiedene Haltung ein. Den Christen gegenüber zeigt er eine andere Haltung. Bei den Christen geht es offenbar darum, sie zu überzeugen, ihre Ansichten zu reformieren oder ihre Lehren über Christus zu widerlegen. Der Koran scheint sich um ihre Konvertierung zu kümmern. In Vers 171, also einige Verse nach der Diskussion, bei der es um die Kreuzigung geht, spricht der Koran zu den Christen und sagt, ihr Leute des Buches, hier meint er die Christen, geht nicht zu weit in eurer Religion. Dann stellt er die Lehren der Christen richtig. Christus Jesus, Marias Sohn, ist der Gesandte Gottes und sein Wort, das er an Maria richtete, und ist Geist von ihm. Und er fährt fort und sagt nicht drei, hört auf damit. Das heißt, er wendet sich mit seinen Geboten und all seinen Forderungen an die Christen. Er sagt in diesem Vers sogar, es wäre besser für euch. Der Koran beschwört also die Christen, ihre Auffassung von Christus zu berichtigen und sich der rechten Lehre zuzuwenden. Der Ton, in dem der Koran die Christen anspricht, unterscheidet sich fundamental von dem, wie er den Juden begegnet. In mehreren Passagen werden die Juden in Medina als Gegner des Propheten angeprangert. Diese Polemiken, diese Anschuldigungen lassen sich teilweise erklären durch die Konfrontation Mohammeds mit den Mitgliedern der drei wichtigsten jüdischen Stämme, die offenbar gegenüber zwei heidnischen Stämmen in der Mehrheit waren. Aber vielleicht auch durch einen tiefer gehenden Antagonismus zwischen dem Islam und dem jüdischen Glauben. Es gibt unterschwellig eine Frage, die mir immer wieder ein Problem bereitet. Haben wir es hier wirklich mit irgendwie antijüdischen Versen zu tun? Das ist eine zentrale Frage. Vor allem müssen sie wieder in den Zusammenhang gestellt werden. Aber in welchen Zusammenhang? Wir stehen da immer vor der gleichen Schwierigkeit. Ich wage zu sagen, dass der Koran das Gefäß ist für die ganze lange Tradition der Spätantike mit ihrer Polemik gegen die Juden. In gewisser Weise nimmt er bestimmte Topoi dieser Polemik auf. Aber er verwendet sie in einer bestimmten Weise. Interessant ist, dass der Koran, wie bereits gesagt, Stellung bezieht. Das Christentum bezieht Stellung gegenüber dem Judentum. Aber der Koran ist hier in einer historischen Situation, die ihm erlaubt, die ihn geradezu einlädt, Stellung zu beziehen gegenüber Christen und Juden. Der Kontext hier ist, denke ich, nur zu verstehen, wenn man die Einstellung des Korans gegenüber den Juden im Kontext betrachtet. Und hier muss man sagen, dass der Koran nicht antijüdisch ist, in keinesfalls. Er ist aber antirabbinisch. Er sagt, diese Rabbinen, die haben das Judentum verfälscht. Die Rabbinen sind schuld daran, dass die Menschen, dass die Juden Jesu nicht als das anerkennen, was er ist, nämlich als jemanden, als einen Propheten, als einen Gesandten, als einen Rasul, wie Mohammed auch, der Teile der Gesetze aufgehoben hat. Nicht das ganze Gesetz, sondern Teile. Und das ist der springende Punkt, wo der Koran, wo Mohammed den Rabbinern widerspricht. Er tut das aber nicht, um das Judentum als solches für aufgehoben zu erklären. Er erkennt auch die Rabbinen an als eingesetzte Würdenträger. Also er sagt nicht, dass Rabbinen nicht Rabbinen sein sollten. Er sagt, dass sie eben eine falsche Lehre haben. Und das Hauptproblem der jüdischen Lehre nach dem Koran ist einmal, dass es doch zu viele Gebote gibt. Und das hängt zusammen mit Jesu, der sie ja abgeschafft hat. Nicht alle, aber viele.
Und der Kontext hier ist eine Diskussion im 7. Jahrhundert. Und zu diesen Fragen äußert sich auch der Koran. Er benutzt die Ereignisse des 1. Jahrhunderts, von denen er Kenntnis für sich beansprucht. Dieses Ilm, dieses göttliche Wissen, das ihm gegeben wurde, der Stimme des Korans, direkt von Gott zitiert natürlich. Das ist die Voraussetzung, die literarische Konvention hier. Und das wird verwendet gegen die Rabbiner. Ja, da gibt es im Koran deutliche Bezüge zum Talmud und zur Tradition des Midrasch. Sogar in bestimmten Elementen der Gesetzgebung und der Mahnungen. Manchmal, um sie zu widerlegen, manchmal, um sie anzunehmen. Übrigens stellt der Koran da keine Systematik her, sondern er sagt von diesem oder jenem neuen göttlichen Gebot, macht es so wie eure Vorgänger. Das heißt, wie die Juden und so weiter es gemacht haben. Gott schreibt euch vor zu fasten wie eure Vorgänger und dergleichen. Da es derselbe Gott ist, integriert sie der Koran in seine Lehre. Nichts Neues. Es steht nichts Neues darin. Lesen Sie die Bibel. Sie ist die Liebesgeschichte zwischen einem Volk und seinem Gott. Und da gibt es extrem spannungsgeladene Momente zwischen Gott und seinem Volk. Und ich würde behaupten, dass der Koran dieser Sichtweise sehr treu folgt. Wenn es einen Anti-Judaismus im Koran gibt, ist es ein biblischer Anti-Judaismus. Es gibt auch Verse, die in eine andere Richtung weisen. Sie bestätigen die Vorstellung, dass Mose Offenbarungen empfing und das jüdische Volk, ebenso Jesus, gewissermaßen alle gemeinsam. Diese Verse, die die Tora und die Evangelien beschwören, sind nicht unbedingt negativ. Es existiert also eine fundamentale Ambivalenz in den Offenbarungen Mohammeds im Verhältnis zu den Offenbarungen seiner Vorgänger. Entweder werden sie irgendwie übernommen oder sie werden widerlegt. Sowohl für die eine wie für die andere Richtung finden sich Beispiele. Der Streit mit den Juden hat seine Konjunkturen. Denn die Position des Propheten des Islam gegenüber den Juden hat sich weiterentwickelt. Am Anfang hoffte er, und dafür hatte er übrigens gute Gründe, dass insbesondere die Juden von Medina seinen Lehren folgen würden, denn sie bildeten eine in die Gesellschaft von Medina gut integrierte Gemeinde. Nachdem er an der Haltung der jüdischen Gemeinden, den drei großen jüdischen Stämmen in Medina, verzweifelt war, änderte sich die Einstellung ihnen gegenüber in der Offenbarung. Während sich die Einstellung gegenüber Jesus in der Offenbarung nicht veränderte. Der Koran übt heftige Kritik an den theologischen Auffassungen, die in seiner Zeit vorherrschten, und hat da ganz besonders Christen und Juden im Visier. Der Konflikt mit der jüdischen Gemeinde in den medinensischen Textteilen des Korans ist auch im Text des Korans sehr virulent, ganz sicher richtig. Allerdings sind das Texte, die in der späteren islamischen Tradition eigentlich kaum, also die eigentlich nicht aktiv waren. Das heißt, die spätere islamische Tradition kann überhaupt nicht als antijüdisch bezeichnet werden. Die Juden hatten ihren Status wie andere Schriftbesitzer, aber die theologische Auseinandersetzung mit den Juden hat anders vielleicht als in der christlichen Welt nicht zu einem Antijudaismus der islamischen Religion geführt, so wie es zum Beispiel das Christentum ab einer bestimmten Zeit sich zugelegt hat. Im Koran ist Jesus für Mohammed zweifellos eine außerordentliche Persönlichkeit, eine herausgehobene Gestalt. Aber wie ist zu erklären, dass er durchweg als Sohn Marias bezeichnet wird?
Diese Bezeichnung verleitet dazu, eine illegitime Geburt anzunehmen und gibt allen Angriffen auf die Jungfrau Maria Nahrung, die sie der Prostitution oder des Ehebruchs bezichtigen.